Moin hier, herzlich willkommen zurück zur 302. Ausgabe Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch Vierfachmap 1.9 ohne Gräben. Was machen wir gerade? Wir sind immer noch fleißig am Ernten. Das wird sich auch noch eine ganze Zeit hinziehen, weil wir doch recht viele Felder inzwischen haben. Aber ich entdecke hier überall irgendwelche verirrten, versenkten Paletten, die ich jetzt mal versuche. Ihr seht hier vorne, guck mal. Ja. Auch mit, vielleicht hat der mehr Glück. Ich will mal eben schauen, ob ich jetzt auch wirklich den, ja, ich habe bei beiden, habe ich jetzt den Arbeitsmodus eingeschaltet. Ja, da geht's. Seht ihr, da liegt nämlich auch noch schon wieder eine Palette im Boden. Das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Jetzt müsste aber hoffentlich auch irgendwann mal hier der Drescher weiterfahren. Ich weiß nicht, warum er da steht. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Kann es nicht sagen. Und den hier stelle ich hier einfach mal an den Rand. Halte ihn ab. Und laufe mal zurück zum Drescher. Um mal zu gucken, was damit ist, warum der nicht weiterfährt. Getreide. Fahr mal los. Ja, warum auch immer er das jetzt brauchte. Ja, das kannst du aber ja schon mal zur Mühle bringen, das ist ja kein Problem. Stört ja nicht, wenn du mal eben ein bisschen was tust. So, da liegen auch Paletten rum. Aber die habe ich da extra abgeladen. So, und ich beame mich mal zur Speiseöl und Diesel. Oh. Speiseöl ist voll. Kann ich also abholen. 152.000 Liter. Da hat sich noch nichts getan. Ja, Produkte, Kompass, Speiseöl. Ja, da habe ich keinen Raps oder keine Sonnenblumen. Da habe ich mehr als genug. 237.439, alles klar. Okay, das heißt, ich kann also im Prinzip auch nicht mal eben schnell auf einen von meinen Palettenwagen schwingen. Ich kann das dann mal eben abholen. Den nicht. Den. Mit dem machen wir es. Das Speiseöl kann man nämlich schön zur Mayo-Produktion bringen. Können dafür dann im Prinzip auch direkt den Cosplay-Kurs aufnehmen. Können wir mal eben gucken. Cleverer ist. Da hochfahren wieder. Also da vorne über die Brücke. Nee, ich glaube nicht. Nein, ich fahre hier auf dem Festland lang. Ich fahre nicht über die Brücke. Thank you.
Wir müssen hier auch mal Kompost abholen. Auf jeden Fall. Dringend. Aufzeichnung beginnen. Sehr schön. Das machen wir mal. Wir haben auch schon lange nichts mehr verkauft. Sind im Moment ein bisschen sparsam mit dem Verkaufen. Wir halten uns da so ein bisschen zurück im Moment. Ja, Farmsilo ist leer, ich weiß. Das ist das Problem, dass in der Übersicht natürlich alle Silos, die wir haben, alle Silanten, wie auch immer, gleich, also zusammengerechnet werden. Und dadurch denkst du, du hast da noch irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Tausende von Litern im Silo und das ist gar nicht. Aber egal. Also die Dingensfabrik. Die Mehlfabrik, also die Mühle kann arbeiten, die Brauerei kann arbeiten, alles gut. Alles gut. So, wenn die Brauerei gearbeitet hat, dann können wir uns dann auch mal schön wieder ein bisschen noch Felder kaufen. Ja, nicht, dass wir jetzt nicht genug Felder hätten, aber mehr geht immer. Wir wollen mal gucken, wie weit wir kommen, bevor wir dann irgendwann auf LS19 wechseln. Was ja von mir aus auch ruhig noch ein bisschen warten kann. Und dann mal gucken, wie das mit der Map ist. Wie schwierig das sein wird, die... Der Class Action hat durchdrehende Reifen. Na toll. Das ist der Feld 16. Der Kurs ist schlecht eingefahren. Schade, schade, schade. So. So, hier sind Eier, aber hier ist noch kein Speiseöl. Und deshalb... Gehen wir hier jetzt mal ein bisschen Speiseöl hin. Voll oder wie? Sein. Okay. Wenn du sagst, du bist voll, dann ist das so. Was haben wir denn hier? Wir haben aber auch alles schon mal produziert. Pause. Moment. Shit. Ja, habe ich jetzt Mist gebaut. Ich hab gar nicht dran gedacht, dass ich ja hier Cosplay aufzeichne. Muss ich jetzt mal eben mich hinstellen und mal eben sagen, pass auf, hier ist gleich zu Ende. Oh oh. Peinlich, peinlich, peinlich. So, den speichern wir ab als Hyp. Raffinerie. Mayo. Schön. So, was haben wir jetzt? Wir haben hier entweder Ketchup. Ketchup am Stadion. Und Mayo wäre wo? Mayo bei McDonald's. Ja. Dann nehmen wir mal Ketchup am Stadion.
nur eben gucken, welches denn was ist. Ja, das da hinten ist Ketchup. Das können wir ja noch mal eben verkaufen. Das schadet ja nicht. Macht einen schlanken Fuß. Wir verdienen ein bisschen was. Was war das mit Ketchup? Wie war das? Das war 7000 pro 1000. Das heißt, eine Palette bringt 35.000. Wie viele Paletten sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 20. Ja, 700.000. Ist doch immerhin. Dann sind wir knapp unter einer Million. Das kann man doch machen. Das kann man noch machen. Das erste Mal, dass wir Ketchup verkaufen, glaube ich, oder? Ich meine ja. Ab zum Stadion. Meine Lieben. Die Ernten sind so ruhig. Oh, den Braten nicht. Ich traue dem Braten nicht. Stadion. Wo war denn jetzt noch das Stadion? Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen durcheinander. Ja, genau. Sorry, ich war echt gerade verwirrt. Mir war gerade echt nicht mehr bewusst, genau wie ich am schnellsten zum Stadion komme. Ja, aber jetzt ist, glaube ich, alles klar. Aber hier die Felder müssen wir auch noch alle ernten. Da sind wir ja noch. Mein Gott, wir haben heute Mittwoch. Die Folge ist auch schon fast rum. Also die Ernte wird sie noch locker in die nächste Woche mit reinziehen. Gehe ich mal von aus. War ganz locker. Ich muss sagen, ich bin diese Woche auch ein bisschen faul gewesen mit Aufnahmen. Aber wäre ich hier beinahe vorbeigefahren, weil ich abgelenkt war. So. Hier einmal schön übers Fußballfeld heizen und den Rasen kaputt machen. Ja, dann mach dich da mal weg. Wir essen zeitig. Und einmal Ketchup verkaufen. Wir können bei der Gelegenheit mal bei der Brennerei nachgucken, wie es da aussieht. Da schon wieder was wegbringen. Ich glaube, Obst müssten wir zur Brennerei bringen. Ne? Ich meine, so war das. Ach ja, mal gucken. Also hier ist noch alles da, was es braucht. Hier wird auch noch produziert. Aber beim Obstler ist kein Obst mehr da. Das heißt, ich muss ein bisschen Obst holen. Wie komme ich denn von hier am dümmsten zur Obstfarm? Ja, dann machen wir das doch mal. Das wird dann die letzte Aktion für diese Folge sein.
eben einmal zur Obstfarm. Wie weit ist eigentlich mein Vario, steckt im Verkehr fest, der 900er Vario? Der ist auf Feld 12. Ja, der Raps 41%, das heißt, der will auch noch nicht abfahren. Na, muss ich mir gleich mal angucken. Vorne ist doch schon die Obstfarm. Was machen wir denn? Was wollen wir denn machen? Wollen wir Birne machen? Oder ich weiß gar nicht, was ich an Obst da habe. Ob ich noch was an Obst da habe, was ich zur Dingenskirchen bringen kann. So. Ich würde ja gerne Birne machen, ne? Aber Birne ist kaum noch da. Kirsche, Pflaume, nochmal Pflaume. Pflaume ist so viel. Nein, die angefangene wollte ich eigentlich gar nicht. Ach man. Naja, egal. So, das muss auch reichen. Mehr will ich da gar nicht. So viel werde ich da sowieso nicht los, gehe ich mal von aus. Ich muss gleich mal eben gucken, warum der da im Verkehr feststeckt. Aber erst fahre ich zurück zur Brennerei und bringe da mein Obst hin. Damit dann die auch weitermachen kann. Weil die ist ja eh sehr langsam in der Produktion. Auf jeden Fall. Dafür gibt es aber auch richtig viel Geld. Aber. Oh, und ich muss gleich nochmal bei den Schafen. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich bei euch. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das. Kommentar, Like, Abo. Kommt auch auf meine Homepage. Kommt mich bei Facebook besuchen. Und ja, nächstes Wochenende ist ja nicht mehr lange. 2 Tage noch. Donnerstag, Freitag noch. Und dann ist Wochenende. Da gibt es bestimmt auch wieder Livestreams. Vielleicht am Freitag, vielleicht am Samstag, vielleicht beide Tage. Mal gucken. Ja, wie dem auch sei, ich bedanke mich bei euch und sage erstmal Ciao.